Am Stand der privaten Hochschule Göttingen geht es heute um Online-Shopping im weitesten Sinne. Neben mir steht Herr Professor Zilling. Sie haben das Projekt entwickelt. Sofa-Commerce heißt es. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Ja, also wir versuchen mit unserem Prototyp Sofa-Commerce die Erlebniswelt des Shoppings in die digitale Welt ein Stück weit rüber zu retten, sodass dann Freundinnen und auch Freunde dann eben in Echtzeit, also live, den jeweiligen Freund dann beraten können. Das heißt, wenn ich mir überlege, welchen Schuh ich haben möchte, kann ich direkt meine Freundin anschreiben und die kann mir bei der Beratung helfen? Ja, ganz genau. Also wir haben da entsprechende Chat-Clients integriert, also dass man eben auf Basis des Facebook-Chats oder MSN oder Skype dann eben diejenigen, die jetzt gerade online sind, wirklich live entsprechende Einschätzungen von Freunden holen, möglicherweise auf dem Sofa mit dem Partner. Und wenn ich da an mich denke, bin da vielleicht kein so guter Berater, was Schuhe angeht, da ist dann die Freundin vielleicht besser und holt sich dann eben entsprechendes Feedback ein. Das heißt, es gibt nicht mehr zwei Chatfenster, sondern nur noch eins? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wenn wir uns jetzt digital anschauen, hat jeder sozusagen sein eigenes Chatfenster. Wenn man ja zusammen eben dann mit mehreren bei sich zu Hause auf dem Sofa sitzt, kann man das Ganze natürlich dann auch mit dem LCD-Fernseher synchronisieren und darüber dann diskutieren. Welchen Vorteil die User haben, dürfte klar geworden sein. Aber welchen Vorteil haben denn die Online-Shop-Händler? Naja, also sie binden halt vornehmlich Tablet oder ein Mobile-Commerce dann eben ein. Was bedeutet, dass regelmäßig die Umsetzungsraten dann auch höher sind? Da zählt dann eher diese soziale Komponente, die dann den Kunden angeboten wird. Und das ist ein bedeutender Unterschied und da ist man ein Stück weit dann weniger der Transparenz wohl ausgesetzt. Ja, vielen Dank, Herr Zilling, für dieses Interview. Dann kann der nächste Online-Einkauf ja kommen.